Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Duale Seelenprozess, nächster Schritt. So heißt dieses Legesystem. Dieses Legesystem wurde von mir entwickelt. Und bei dieser Legung schauen wir an die Dualseelenprozesse. Welche Schritte sollt ihr tun? Schritt für Schritt. Wieder denn nichts mit Tür ins Haus, das bringt nichts, sondern langsame Bewegung, bis er offener ist, bis er über Gefühlen spricht, Gefühlen zeigt, Gefühlen annimmt. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung Dualseelenprozess nächster Schritt 25 Euro. Nach Wunsch kann ich euch energetisch unterstützen mit einem kleinen Ritual und Energieübertragung. Die Ritual und die Energieübertragung ist gratis. Saitirina ist der mediale Name. Liebe Saitirina, ich grüße dich. Das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken auch für diesen Auftrag. Erstmal kommt deine persönliche mediale Botschaft. Er braucht Freiraum. Er braucht Luft zum Atmen. Er zieht sich manchmal zurück, aber leider nicht. Er braucht diese Zeit für sich selbst, aber er kommt immer wieder. Das war die mediale Botschaft. Und jetzt kommt Astrologie. Du hast die indische Astrologie gewählt. Ich erwähne immer wieder, die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession, also nicht wundern, dass es andere Berechnung ist, andere Ergebnis, Sonne, Mond, Aszenden, Planeten platzieren anderes als im westlichen Horoskop. Erstmal betrachten wir sein Horoskop. Seine Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und sein Mond, was seinen Gefühlen symbolisiert, befindet sich die Tierkreiszeichen Schütze. Hier entsteht eine gewisse Spannung. Jungfrau ist eher bescheiden, zurückhaltend, klug und Schütze ist beweglich. Und hier weiß er nicht, wie er handeln soll. Und das bedeutet bei dieser Spannung, was auch von Elementen auch kommt, Jungfrau ist Erdeelement und Schütze ist Feuerelement und die Elemente vertragen sich nicht von dieser Entfernung. Das heißt, für die Erde ist das zu viel Hitze, die Erde trocknet aus und für die Feuer ist das zu viel Erde, das löscht die Feuer aus. Es entsteht in seinem Inneren eine gewisse Spannung. Das bedeutet, dass er ist im Halbmond geboren. Halbmond ist wunderschön, aber ist immer eine gewisse Spannung und es fehlt etwas. Bei einem Halbmond steht Sonne, Mond und Erde in einer Verbindung, wie ein Dreieck, verbindet sich drei Tierkreiszeichen und drei verschiedenen Elementen. Wir haben aber vier Grundelemente, es fehlt etwas. In seinem Horoskop war Sonne im Jungfrau, das ist Erdeelement. Unserem Planet Erde bewegte sich in Tierkreiszeichen Fischen, das ist Wasserelement. Und sein Mond im Schütze ist im Feuerelement. Verbindet sich Sonne, Mond und Erde, verbindet sich Jungfrau, Fischen und Schütze. Und die Elemente sind Erde, Wasser und Feuer. Und fehlt die Luftelement. Fehlt bei ihm die Luftelement. Die einzige Planet, was diese Luftelement vermittelt in sein Horoskop, das ist Mars.
Das ist seine Männlichkeit, er als Mann, weil das steht bei ihm in Tierkreiszeichen Wassermann. Und die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Er als Mann, auch in Beziehung, braucht Freiraum, braucht Luft zum Atmen. Und hier hat er karmische Themen, weil dieser Mars ist rückläufig. Das bedeutet, er hat das nicht zugetraut im früheren Leben, er holt nach, er braucht einen gewissen Freiraum. Und das ist genau das, was die mediale Botschaft auch sagt. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes. Dazu gibt es eine Geschichte, und das erzähle ich immer wieder. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini. Und Rohini ist schön, jung, unschuldig, und der Mond macht einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm: "Na ja, gut, ich habe das überlegt, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst auch ihre Schwester auch heiraten. Du musst alle ihre Schwester heiraten." Dem Mond blieb nichts anderes übrig. Er heiratete alle Frauen. Er heiratete alle 27 Geschwister. Und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und jede Frau verkörpert andere Eigenschaften. Und diese Eigenschaften kommen von Sternen. Natürlich die Bewegung Sonne, Mond, Planeten beeinflussen unseren Alltag, da kommt auch ein gewisser Einfluss, aber auf unserem Geburtshoroskop stehen wir auch in diesen Einflüssen. Sein Mars, was seine Männlichkeit betrifft, ist rückläufig. Und das heißt, hier hat er karmische Themen, er braucht Luft zum Atmen. Und dieses Mondhaus, wo sein Mars befindet, heißt Shatabisha. Und übersetzt heißt es 100 Ängste und 100 Sternen. Und die Sternen bedeuten Glück. Wie hängt es zusammen, Angst und Glück? Die Angst blockiert. Und er muss seine Angst überwinden, Luft zum Holen, von Angst verabschieden, loslassen, damit er endlich aufatmen kann. Und dann ist er glücklich, weil dann kommen diese 100 Sterne, die 100 Glück. Das ist dieser Prozess bei ihm, das ist diese Wandlung. Und er braucht eine gewisse Wandlung, weil Saturn hat auch eine große Bedeutung. Saturn lenkt unserem Schicksal und kennt unsere Karma und belehrt uns, erteilt Lernaufgaben, und wir sollen immer hinschauen, wo Saturn steht im Horoskop. Seine Lernaufgabe steht im Tierkreiszeichen Skorpion, und das bedeutet Wandlung. Genau das, was hier Themen hat, die Angst loslassen und Vertrauen im Fluss des Lebens. Hier hat er seine Kraft, und dieser Mars herrscht auch über Skorpion, zeigt auch die Kraft, und das ist das innere Kraft, was in Skorpion verborgen liegt. Aber wenn er Angst hat, dann spürt diese Kraft nicht. Und bei Skorpion ist nicht nur diese Wandlung, sondern auch die Sexualität. Also er hat da auch eine Themen, was er zulassen soll, die Sexualität frei leben. Da hat er auch Hemmungen. Bei männlichen Horoskopen bedeutet Venus die Liebe. Wie stellt er sich die Frau dar? Was ist seine Traumfrau? Und sein Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe. Er möchte mit der Frau auch mal glänzen. Schaut mal alle her, was für tolle Frau ich habe. Und die Frau soll auch selbstbewusst sein und temperamentvoll. Und dieser Mondhaus, wo sein Venus befindet, heißt Makha und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist einer von den königlichen Sternen, symbolisiert Königen, Herrscherhäuser, K
Kaiser und immer war eine königliche Stern. Und Regulus befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und das ist das Herz. Der Löwen hat einen Bezug zu unserem Herz. Also er sucht eine Frau, mit dieser Frau möchte er glänzen nach außen, aber er möchte auch ihr Herz berühren oder braucht diese Herzenswärme. Er sucht die Liebe. Und was wunderbar ist, dein Venus, und das ist dein Weiblichkeit, befindet sich genau hier im Löwen. Und dein Mondhaus heißt auch Maka. Du verkörperst genau diese Frau, was er sucht. Dasselbe. In deinem Horoskop befindet sich deine Sonne in der Tierkreiszeichen Krebs. Also das ist sehr gefühlsvoll und mütterlich. Aber bedeutet auch, du nimmst die Welt mit Gefühlen wahr. Und du hast ein Feingefühl, wann ist der richtige Augenblick zum Handeln, wann ist es besser, eher zurückziehen. Dein Mond, was deinen Gefühlen betrifft, ist im Tierkreiszeichen Stier. Du fühlst dich wohl, wenn du das Leben genießen kannst und alles schön in deiner Umgebung und schön harmonisch und ruhig. Und dein Venus, wie ich schon sagte, das ist deine weibliche Energie. Du als Frau bist im Löwe. Du magst es auch im Mittelpunkt zu stellen oder wenn du Kompliment bekommst, du genießt es auch. Und dieser Mondhaus heißt Maka und wird vor Regulus bestrahlt. Das ist dieser königliche Stern. Aber wichtig ist, das ist das Herz der Löwen. Achte auf dein Herz. Öffne dein Herz auch. All das, was dich begeistert, sollst du auch tun, das stärkt dich innerlich. Dein Mars symbolisiert der Mann, wie stellst du diesen Mann vor? Und das befindet sich im Tierkreiszeichen Waage. Der Mann soll schön sein, feinfühlig, künstlerisch begabt, gerechtigt und soll auch diese Leichtigkeit vermitteln und der Mann soll auch gepflegt sein. Und auch der Mond sorgt dafür, dass alles harmonisch läuft. Und dieses Mondhaus, wo dein Mars liegt, heißt Vishakha und das ist eine Feuergöttin. Und dieser Vishakha verbrennt etwas. Und das bedeutet nicht Kriegs zu führen und alles verbrennen, weil Vishakha ist nicht nur eine Feuergöttin, sondern Vishakha ist auch eine Kriegsgöttin. Heißt aber nicht besonders im Waage, in Tierkreiszeichen Waage führen wir keinen Krieg. Die Tierkreiszeichen Waage verkörpert auch Frieden. Hier herrscht Venus. Über die Tierkreiszeichen Waage herrscht Venus. Und Venus bedeutet auch Liebe, auch Harmonie und Frieden. Und wie kommt das, dass diese Vishakha ist eine Kriegsgöttin ist, eine Feuergöttin, was verbrennt etwas? Das bedeutet, alles, was im Weg liegt, die Hindernisse, das zum Verbrennen. Nicht Krieg zu führen, sondern aufräumen. Das Leben ist eine Herausforderung. Und wir müssen uns behaupten. Aber wenn wir das gelernt haben, all das aufräumen, was im Weg liegt, die Stolpersteine, das zu verbrennen, weil in indischer Astrologie ist die Feuerelement auch Reinigung. Also das Bereinigen, das alles aufräumen, dann ist der Weg frei. Und hier geht es auch um Gefühle wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl oder vielleicht sogar Eifersucht. All das verbrennen diesen Gefühlen, dann bist du auch frei und kommst zum Luftelement, weil die Tierkreiszeichen Waage ist auch die Luftelement. Und weil hier nicht um deine weibliche Energie handelt, sondern das ist dein Mars-Energie. Und diese Mars-Energie brauchst du
dich durchsetzen im Leben, weil diese Mars-Energie zeigt die Kraft. Und mit dieser Kraft können wir uns behaupten im Leben. Und das ist hier deine Aufgabe, alles auf dem Weg räumen, auch mutig zu sein, auch von Menschen trennen, die dich stören oder von Gewohnheiten verabschieden. All das aufräumen, da gehört eine Portion Mut auch dazu, also mutig zu sein. Und das ist aber deine Energie. Aber wie hängt das mit ihm zusammen? Weil dieser Mars-Einfluss beschreibt der Mann. Der Mann, wo du glücklich sein möchtest. Und dieser Mann, wie ich schon sagte, soll die Waage Eigenschaften haben. Das habe ich schon beschrieben, gepflegt zu sein und auch schön. Aber bedeutet dieses Feuerelement auch, dass dieser Mann soll mutig sein. Mutig sein, sich zu behaupten im Leben und frei zu sein. Befreit zu sein von falschen Freunden. Befreit zu sein von Gewohnheiten, was nicht angenehm ist. Oder befreit zu sein von Ängsten. Und da hast du ein gutes Gefühl zu ihm, weil tatsächlich liegt bei ihm Angst da. Weil sein Mars, seine Männlichkeit in Tierkreis zeichnen, Wassermann, befindet sich in diesem Mondhaus Shatabisha, was 100 Ängste und 100 Sterne bedeutet. Also du spiegelst ihm etwas und du verstehst ihm, wie wichtig das für ihn ist, von seinen Ängsten zu befreien. Was ihr beide lernt, das habe ich auch erkannt im Horoskop, miteinander kommunizieren. Du bist in Tierkreiszeichen Krebs geboren. Und hier in Tierkreiszeichen Krebs hast du karmische Erfahrungen gemacht, weil das symbolisiert dein früheres Leben. Aber nicht nur die Sonne liegt im Krebs, sondern auch Merkur. Und Merkur ist der Planet der Kommunikation und in dein Horoskop ist es rückläufig, karmischen Themen. Und das bedeutet, sag das, was du denkst und fühlst. Nicht zurückziehen, sei mutig und bring das auf den Punkt. Und da hast du karmische Aufgabe. Und sei Merkur, sein Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau und das bedeutet, er ist kritisch, er ist sehr klug. Er ist sehr klug, aber kritisch mit anderen gegenüber und mit sich selbst gegenüber und er sagt es auch. Er vermittelt es. Und du mit deinem Krebs Merkur und auch deinem Krebs Sonne verletzt dich das und ziehst du dich zurück. Und hier hast du eine Lernaufgabe, nicht zurückziehen, sondern nachfragen. Jetzt erklär mir, wie hast du das gemeint? Sag mir bitte, wie hast du das gemeint, was du gerade gesagt hast? Klären, klärenden Gespräche führen, weil das führt euch zu Missverständnissen. Aber er spiegelt dir das, weil seine Seele weiß ganz genau, du brauchst das zum Lernen. Weil in früheren Leben, wenn du dich verletzt gefühlt hast, hast du es immer zurückgezogen, hast dich nicht gewehrt. Aber die verletzten Gefühle waren da, es wurde nie geklärt. Und jetzt lernst du das und nicht nur diese rückläufige Merkung, bei dir in dein Horoskop zeigt, dass bei Kommunikation du eine Lernaufgabe hast, sondern auch Saturn. Saturn im Jungfrau. Und das, was er auch spiegelt, miteinander reden, nicht zurückziehen, mutig zu sein, das auch ansprechen, das auf den Punkt zu bringen und dann loslassen. Kein weiteren Zeit damit verbringen. Und jetzt schauen wir diese Legung an. In welchen Situation befindest du dich im Augenblick,
Das zeigt dieses Bild an. Dieses Bild täuscht ein bisschen, weil hier ist die Fröhlichkeit, eine fröhliche Familie oder gute Freunde. Hier stoßt man mit einem Glas Wein an, man plaudert miteinander und lacht. Nach außen scheint das so zu sein. Aber diese Zahl 9 bedeutet, gerade da stoßt du in deinen Grenzen, weil du das gar nicht willst, diese Kontakte. Oder du hast überhaupt keine Zeit, diese Einladungen wahrzunehmen. Oder du hast keine Lust, nach außen immer dieses fröhliche Bild zu zeigen. Friede, Freude, Eierkuchen, wenn innerlich das gar nicht so ist. Sondern du möchtest so sein, wie du dich fühlst. Also sage es. Worüber machst du Gedanken oder worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt dieses Bild an. Diese Frau bewegt sich in diesem Weg mit 2 Kindern. Und diese 2 Kinder symbolisieren die Zweisamkeit. In diesem Weg möchtest du gehen. In Richtung Partnerschaft. Natürlich machst du auch Gedanken über Kinder, ganz klar, das zeigt dieses Bild an. Aber die Kinder symbolisieren noch etwas. Neuanfang. Du möchtest in diesem Weg zu gehen, ein Neuanfang mit Zweisamkeit ohne Zweifel. Deinen Gefühlen symbolisiert dieses Bild an. Das ist der Rückzug. Du sollst du aber nicht zurückziehen, auch wenn hier verletzte Gefühle sind, sondern das anzusprechen, das klären. Du brauchst klärende Gespräche und nicht dieser Rückzug. Dieses Bild hat aber auch was Positives in sich, das nach innen schauen, nach innen kehren und den Zugang finden zu Intuition oder zu deiner Seele. Und dieser Rückzug kann für dich auch wichtig sein, weil in Ruhe liegt die Kraft. Aber du sollst das ausgleichen. In mancher Situation ist es sehr gut, einen Rückzug und die Ruhe bewahren oder in einen spirituellen Weg zu gehen. Das unterstützt dich, das gibt dir Kraft, gibt dir eine Richtung. Aber wenn es darum geht, dass du verletzt fühlst, weil jemand sagt dir etwas, was dich verletzt, und dann zurückziehen wäre nicht gut, weil hier hast du die Lernaufgabe, das direkt ansprechen und klären. Dann sei eher aktiv. Wenn ich in deine tiefe Inneren, in deine Seele schaue, welches Bild kommt im Ausdruck, das symbolisiert hier dieses Bild. Das zeigt auch karmische Erfahrungen. Die Seele, unsere Seele hat diese Erinnerungen, was war in früheren Leben. Und was ist in deinem tiefen Inneren? Diese Null bedeutet deine Ideen, bedeutet dein Plan. Oder deine Vorstellung, wie soll das weitergehen im Leben? Das hast du intuitiv an dir. Du sollst auch auf deine inneren Stimme hören, weil das ist diese Weisheit. Kannst du die Richtung bestimmen, aber musst auch Schritte machen. Und da bremst du das ab. Du traust das nicht zu. Schau mal den Fuß. Die eine ist barfuß, in die anderen hat er Stiefel. Mit einem Fuß würdest du gehen und die andere bremst dich. Und das sind hier die Hindernisse oder könnte ich sagen Blockade. Du hast tolle Ideen. Und dann hast du auch vor, das zu verwirklichen. Und bist dabei, einen Schritt vorangehen und dann bremst du das ab und ziehst du dich zurück. Warum? Entweder die Angst oder hier dieser Narr bedeutet, du möchtest nicht der Narr sein oder möchtest du nicht versagen, sondern möchtest du sicher sein, dass zum Ziel führt. Aber oft
sollten wir mutig sein im Leben und nicht lange überlegen, sondern spontan zu sein, begeistert zu sein. Und ich kehre zurück zu deinem Horoskop. Dein Venus, und das ist deine weibliche Energie, deine weibliche Kraft, ist Löwe, lebt es auch. Und hier mit diesem Einfluss von Regulus zeigt es, öffne dein Herz, all das, was dich begeistert. Und da sind so viele Schätze da. Es ist nicht nur die Liebe, Partnerschaft, sondern dein Hobby, deine Berufung, all das, was du liebst. Mach da Schritte. Bremst es nicht ab. Mach weiter, egal was kommt. Und auch wenn die anderen dich als Narr halten und auslachen, das kann doch egal sein, was die anderen meinen. Hauptsache, du fühlst dich wohl und du bestimmst diese Richtung. Und dein Aszendent, was dein Geburtsmoment symbolisiert, ist Schütze. Und das ist schon Bewegung. Und vergiss es nicht, die Schütze zeigt in eine Richtung. Und das, was du auch brauchst, die Schütze zeigt die Richtung, die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und da sind die Wünsche und das sind die Ziele. Und die Schütze braucht Orientierung. Und du als Schütze Aszendent, das ist so deine Energie. Du bist ein Kind davon. Bestimme die Richtung, aber nicht stehen bleiben, so wie hier deine Seele erzählt. Nicht bremsen, weitermachen. Und was befreit dich oder was grenzt dich ab? Das sind Eingrenzungen. Was dich beengt, du fühlst dich gefangen. Das ist wie ein Gefängnis. Du bist da gekettet in diesem Gefangen zu sein, in diesen Gefühlen. Befreie dich von Angst, befreie dich von Zweifel, befreie dich auch von diesem Zustand, oh, die andere hat mich verletzt, aber ich traue das nicht zum Sagen, weil ich möchte niemand verletzen und ich muss alle recht machen im Leben, aber wann komme ich endlich? Du hast das Recht dazu, dich zu wehren, nicht nur ihm gegenüber, sondern auch anderen Menschen gegenüber. Du musst nicht immer die Fröhliche zeigen nach außen, sondern zeig auch mal Wut. Wenn das angebracht ist, darfst du auch mal laut werden. Und das, dieser Zustand, diese Erinnerungen beeinflusst deine Gefühle und dann hast du Kopfzerbrecher? Oh, war ich ein Narr? Warum habe ich nichts gesagt? Aber das kommt hinterher. Du musst sofort reagieren. Du kannst so Übungen machen, zum Beispiel überlegen, wenn sie oder er oder X oder Y nächstes Mal mich angreift oder was sagt, dann muss ich schlagfertig sein. Sei schlagfertig. Und dann fühlst du dich sofort frei. Dein nächster Schritt ist deine Kraft. Bleib in deiner Energie, bleib in deiner Kraft. Und nochmal, du bist als Frau in Tierkreiszeichen Löwe geboren. Das ist deine weibliche Energie, Löwe. Und die Löwe ist ein königliches Tierkreiszeichen. Und hier ist die Löwe, daran liegt deine Kraft. Was ist seine Lernaufgabe und was ist deine Lernaufgabe? Seine Lernaufgabe ist mal angekommen zu sein, verankert zu sein, und die Zweisamkeit leben. Und auch wenn das etwas traurig ist, das auch mal begrüßen im Leben. Aber etwas befestigen. Was ist deine Lernaufgabe? Deine Lernaufgabe, von deinen Ängsten zu befreien. Und diese Leichtigkeit, natürlich ist es wie ein Engel,
Das kann auch die Spiritualität bedeuten. Und dieser Eremit zeigt auch in dieser Richtung, diesem Weg, das befreit dich auch, wenn du in den spirituellen Weg gehst und da deine Erfahrungen machst. Herzöffnung. Wie kannst du sein Herz öffnen? Schritt für Schritt. Wir stürmen nichts voran. Was kannst du in die nächste Zeit tun, dass er offener ist? Dass er sich öffnet? Dass er über Gefühlen spricht? Oder Gefühlen zeigt? Oder Gefühlen annimmt? Das ist immerhin ein Geben und Nehmen. Das zeigt dieses Bild an. Diese Münzen bedeuten Werte. Das ist ein Goldmünzen. Also wenn du betonst seinen Werten, dann erreichst du, dass er sicherer wird, bekommt mehr Vertrauen und öffnet sich mehr dir gegenüber. Und jetzt schauen wir, in welchen Situation befindet er momentan. Das zeigt hier dieses Bild. Das ist ein großer Bär und ein Bär hat Kraft. Er braucht Kraft. Aber es sind Einflüsse von außen. Das kann auch beruflich sein. Und diese Einflüsse von außen rauben seine Kraft. Kann auch bedeuten, dass er will auch überall da sein und helfen und er fühlt sich überfordert und kraftlos. Wie denkt er, wenn ihr beide zusammen seid? Was ist seine Gedanken über euren Beziehung, über diesen Kontakt? Das zeigt dieses Bild an. Hier die Sternenhimmel bedeutet das Glück. Er ist glücklich. Er schaut auch in die Sterne und meint, das ist in die Sternen geschrieben. Sternen symbolisieren Glück. Er ist glücklich mit dir und das ist ihm bewusst. Was ist sein Gefühl? Wie fühlt er sich? Das zeigt dieses Bild an. Er kommt immer wieder zurück. Er kommt immer wieder entgegen. Und er ist sehr ritterlich, er verteidigt dich auch, er ist für dich da. Und die Feuerelement bedeutet Bewegung, Aktivität, Begeisterung und auch Leidenschaft. Er ist von dir begeistert und er ist glücklich mit dir. Was spiegelt er oder was möchte er sagen, was möchte er vermitteln? Miteinander reden. Und dieser Papagei zeigt auch die Gespräche. Das ist es, die Kommunikation. Das, was seine Seele vermittelt zu deiner Seele. Es ist vielleicht gar nicht bewusst, aber er spiegelt dir etwas. Lerne von mir, kommunizieren. Ich herausfordere dich. Ich verletze dich immer wieder, aber ich weiß, du brauchst es. Ich spiegele dir, weil du das brauchst zum Lernen. Wann wehrst du dich endlich? Wann sagst du mal deine Meinung? Zeig auch mal Wut. Ich ertrage das. Ich laufe nicht davon. Das, was er oder seine Seele dir vermitteln möchte. Liebe Saitirina, das war diese Legung. Dualseelenprozess, nächster Schritt. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.